Wir suchen gerade das Ass im Ärmel. Ich meine zu wissen, was das Ass ist. Und ihr könntet es theoretisch auch wissen, wenn ihr daran denkt, was im ersten Teil passiert ist. Lara spielt verrückte Spiele, in denen verrückte, irre, abgefuckte Penner versuchen, kleine Mädchen irgendwelche Nadeln in Hirn zu stecken. Richtig. Genau das ist es. Genau das ist es. Erinnert euch mal daran, was im ersten Teil passiert ist. Wir haben diesen anderen Typen gespielt. Jake, glaube ich, hieß er. Ich weiß es nicht mehr. Und der ist durch einen Flugzeugabsturz durch Zufall in Rapture gelandet. Wobei da rausgekommen ist, dass das gar kein Zufall war und er auch nie mit einem Flugzeug abgestürzt war. Erinnert euch an das Ende. Dann könntet ihr rauskriegen, wer oder was das Ass im Ärmel ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert. Aber eigentlich ist es logisch. Und das erklärt auch, warum wir in Rapture sind, weil sonst das Ganze nie hätte stattfinden können. Mascha! Das ist ein Big Daddy. Ich würde da gerne durchgehen. No. Warum komme ich da nicht durch? Die Dinger hier kennen wir übrigens auch noch. Das sind diese Vita Chambers aus dem ersten Teil, wo wir uns immer wieder belebt haben. Ach so, ich müsste mal draufklicken. Okay. Mal sehen, was wir tun können. Ist das böse? Unheimlich. Bleib weg von ihm. Gruselig. Hey, ist schon okay. Er kann keine mehr was tun. Shh. Shh. Kannst du dich bewegen? Kannst du ein bisschen rutschen? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ich habe keine Ahnung. Nein, er ist nur verletzt. Er braucht jemanden, der weiß, wie man ihn repariert. Vielleicht gibt es hier ein... Ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht Unterlagen zu ihm oder so? Klar. Die brauche ich nichts fragen. Mascha ist übrigens eins der Kinder, welches als vermisst gemeldet worden ist. Das hat man in den Audiologs im ersten Teil mitgekriegt und im Buch. Da wurde das auch sehr viel erzählt. Ja. Verschlüsselt. Logisch. Der Big Daddy lässt sich nicht prägen. Wenn er sich nicht auf sie prägen lässt, was nutzt er dann der Little Sister? Sie mag ihn nicht, er mag sie nicht. Situation ist ausweglos. Inakzeptabel. Wir müssen es also hinkriegen, dass die beiden sich mögen. Diese dummen Monster halbwegs Verstand, würden sie einsehen, dass sie ohne Little Sister nicht überleben können.
Nur eine Sister liefert ihnen für sie genetisch passendes Adam. Keine Little Sister, kein Big Daddy. Mhm. Hm. Ich muss etwas tun. Schon gut, bitte. Bitte, ich... Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Er braucht Adam. Ich hab keines. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist nicht fair. Wir können ihm helfen. Löwe mit dem Dorn in der Pranke. Mhm. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Sunchong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Wärst du so freundlich? Sunchong, wenn ich etwas weiß, dann das. Es steht in ihrer Macht, ein anderer Mensch zu sein. Was kann Ryan uns nehmen, dass wir nicht schon auf dem Altar der Erkenntnis geopfert haben? Es sind Kinder, Little Sisters. Und ja, sie werden vergessen. Aber sie und ich nicht. Die Erinnerung an unsere Taten verblasst erst, wenn alle Lichter verlöschen. Tannenbaum. Wärst du so freundlich? Das ist der Triggerpunkt. Send to Ryan. Mhm. Klinischer Versuch, Protektor Systemplasmid, Charge Nummer 255. Kunde Ryan Industries. Ein sehr... Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht. Doch, wir haben es geschafft. Weg da! Vielleicht, wenn ich die Gensequenz verändere und... Die Sequenz so anpasse, dass... Verschwinde, du dreckige Mistgirl! Was? Wir haben Sunchong ja nur tot gesehen, ne? Zurück! Und so ist er gestorben. So ist er gestorben. Wir haben ihn ja nur so aufgefunden. Das ist das Ass. Das ist es. Das
ist das Ass im Ärmel? Das ganze Leid, das ganze Sterben nur dafür? Kehre zu Atlas zurück. Wir haben das Ass im Ärmel gefunden. Schwester, hier sind wir. Hast du es? Ich habe es. Dann gib her, damit ich diese Göre endlich loswerde. Wissen Sie was? Andrew Ryan hielt mich für ein Dummchen. Aber er hat sich geirrt. Nicht ich bin die dumme Atlas. Sie sind der Dumme. Gut. Wir wissen beide, was jetzt passiert. Also machen Sie schon. Naja, wenn du drauf bestehst. Was heißt das? Das ist doch nur Buchstabensalat. Was steht da, du Miststück? Hey. Sag mir, was da steht! Da steht. Wärst du so freundlich? Wir haben den Aktivierungscode. Jetzt brauchen wir diese genetische Missgeburt nur noch in ein Flugzeug zu schaffen. Und Rapture gehört uns! Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, es ist kaum zu glauben, sehe ich ihn. Part de bonheur dont je connais la cause.
Errungenschaft voll bezahlt. Ich glaube, unsere Schuld ist getilgt. Und das ist der Kreislauf. Der Kreislauf, der einfach nie durchbrochen werden kann. Weil theoretisch würden wir jetzt wieder anfangen mit dem ersten Teil, den spielen. Dieser erste Teil kann aber nur passieren, wenn wir Infinite und die DLCs gespielt haben. So, das war's. Das war Bioshock Infinite DLC Burial at the Sea 2.